So, ein herzliches Willkommen zurück. Weiter geht's hier mit ein wenig Enderal. Stimmt, ihr habt das letzte Mal noch hier den Stress wegen dem Huhn, ich erinnere mich. Naja, das Brot. Innerhalb von Ark könnt ihr in Wegweisern schnell und bequem zwischen den einzelnen Distrikten hin und her reisen. Geht dafür einfach zu einem Wegweiser und interagiert mit ihm. Sehr schön. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich Stress wegen den armen Hühnchen da unten, oder? Ich nehme es mal mit, bevor es schlecht wird, ne? Na los, geht weiter! Hier gibt's doch nur Hühnchen zu sehen. Messer, habt ihr einen Augenblick? Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Ihr seid Händler, richtig? Zeigt mal Angebot. Was? Oh, natürlich! Okay, du hättest halt eine Amphore, Bauplan, Handwerksbücher hättest du einige. Wie viel Geld haben wir denn? Gar nicht mal so wenig. Wie wär's mit den Fingerfertigkeitsdingern? Bis Stufe 25, was haben wir denn? Das ist halt auch so eine Sache. Es lohnt, also man sollte halt nachschauen, was noch an Punkten da ist. Einfach, ja, weil sonst könnte das halt ein bisschen hast halt unnötig Geld ausgegeben. Sozusagen. Da man die eben halt nur nutzen kann bis Stufe 25. Dann warte ich mal gerade. Mit H ging das, glaube ich. So. Okay, also wir könnten Fernkampf auf jeden Fall brauchen. Fingerfertigkeit haben wir halt schon auf 20. Kriegen allerdings auch 4 Bonus drauf. Von daher, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Es kann gut sein, ja, ich glaube, wir könnten dann quasi halt, also die plus 4 zählen dann nicht dazu. Dann kaufen wir mal Fingerfertigkeitszeug. Rhetorik wäre auch nicht schlecht. Und halt Fernkampf. Was? Oh, natürlich. So, dann, So, gib mir mal gerade bitte die 5 Lehrlingsbücher. Rhetorik, ja, könnten wir auch noch mitnehmen. Alle 7. Na, ich nehme auch erstmal nur 5. So, Schlösser knacken. Ja, warum nicht? Einhandkampf-Lehrling, genau. Die nehme ich mal noch mit. Oh, die sind aber deutlich teurer. Allerdings haben wir auch noch relativ viel Geld. Und Fernkampf, bitte. Auch die leichte Rüstung. Schleichen ist auch nicht schlecht. Dann haben wir gleich das Geld zu weit schon ausgeben, mehr oder weniger. Ich könnte vielleicht noch ein paar Teleport. Der hat eine ganze Menge Teleportrollen. Das ist gut. Stahlpfeile hast du auch noch da. Okay, was können wir denn verkaufen? Schauen wir doch da mal gerade nach. So, genau. Das Set ist viel gereist, hätte ich ganz gerne. An Waffen. Die Eisenaxt kann eigentlich weg. Eisenschwert der Flammen. Ja, komm. Dann den Langbogen brauchen wir nicht mehr.
Holzverlags und Dings will ich gerne noch behalten. Die edle Kleidung kann weg. Ich glaube, wir kriegen ja von Jesper dann neue. Eisenmannische Lebenskraft. Verkaufe ich den oder sammle ich den? Ne, der kann auch weg. Das ist gestohlen. Das nimmst du ja wahrscheinlich nicht. Gesegneten Lederhandschuhe. Was habe ich denn? Achso, die vagabunden Handschuhe. Ja, kann weg. Das kann auch weg. Ah, den Rucksack habe ich noch gar nicht angezogen. Ich glaube, hier warte ich mal noch. Oh, noch eine Eispranke eingesammelt. Das will ich, glaube ich, auch erstmal noch... Warte mal, die Zornbücher kann ich ja schon mal abgeben, die ich schon gelesen habe. Tschüss, Geisterwolf. Schlachtachs kann weg. Wohltat kann weg. So, okay. 12 Dietriche, blablabla. Das Zeug... Wohl, warte mal... Teller, Papierrolle, Messer, Weinflasche, die packe ich mal weg. Ich glaube, die Werkzeugsachen kann ich noch behalten. Die wären, glaube ich, nicht schlecht. So, und bevor ich mit dir rede, steige ich erstmal, also erstmal wird gespeichert und dann steige ich mal noch eine Runde auf oder versuch's zumindest mal. Schaden. Ach so, gut, okay, du nimmst keine Ringe, das macht natürlich Sinn. So, den Rucksack hätte ich gerne. Dann Eispranke. So. Dann will ich, glaube ich, tatsächlich erstmal... Ach so, die Lehrbücher könnte ich auch abgeben, sehe ich gerade. Fernkampf. Dann Einhandkampf. Dann die leichte Rüstung. Parieren brauchen wir nicht. Schleichen können wir noch machen. Cool. Wie gesagt, das können wir dann die Bücher kann ich dann verkaufen. Wie viel haben wir denn noch übrig? So, guck mal, das sieht doch mal ganz gut aus. Schloss, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen was holen. Tage haben wir es auf wunderbaren 23. Sehr schön. 13, nur noch 21. Oh, ich habe sogar noch einen Erinnerungspunkt. Ja, da können wir uns ja echt noch ein bisschen was gönnen. Messer, habt ihr einen Augenblick? Gleich. Oh, natürlich. So, du nimmst auch die, okay. Bitteschön. Da würde ich mir dann noch ein bisschen Rhetorik holen, bitte. Schlösser knacken. Da war ich, glaube ich, bei 16, da kann ich mir auch noch einiges leisten. Ja, sollte passen soweit. Zack.
Ich hätte das mit der Rhetorik vielleicht vorher mal machen sollen. Cool. Dann, wie sieht es mittlerweile aus? Gut, gut. Fingerfertigkeit haben wir jetzt genau 25. Rhetorik sogar auf 26. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das wird hier was. Gut, dann erzähl doch mal, Monsieur, was du so habt ihr einen Augenblick? Für uns denke, hast. Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Was wollt ihr? Es ist eigentlich ganz einfach. Aber da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Ich habe ein paar Handwerksbücher über, die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Was bringen mir die Bücher? Nun ja, was ihr Name verspricht. Sie vermitteln euch Wissen über eine handwerkliche Disziplin. Schmieden, Alchemie, dergleichen. Natürlich werden sie seltener und teurer, je besser ihr werdet. Aber für den Anfang sollte eins der drei hier genügen. Ja, komm, dann gib mir die Handwerkskunst. Das ist das, was ich noch am ehesten brauchen könnte. Sehr schön. Sagt, wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte. Was meint ihr? Womit braucht ihr Hilfe? Machen wir es kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Tja. Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter kamen dabei ums Leben. Und warum genau interessiert mich eure Familiengeschichte? Sie interessiert euch, weil sie für unsere Zusammenarbeit unabdinglich ist. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin. Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verprasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Das wäre alles kein Problem, wenn durch die... Naja, die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst. Ich brauche unser Vermögen, und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Sie ist eine Staubschnupferin? Was meint ihr damit? Glimmerkappenstaub, blaues Glück, Todespuder oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Eine der gefährlichsten Droge Vince. Warum schaltet ihr nicht einfach die Stadtgarde ein? Das könnte ich. Aber dass ein Gardist freiwillig in die Unterstadt geht, ist unwahrscheinlicher, als dass ein Bertür es zum Oberstädter Barbier schafft. Die Ralata hat dort unten das Sagen. Und das weiß Sila ganz genau. Hallo Onigam, herzlich willkommen. Nur, dass ich es verstehe, eure Schwester verprasst euer Geld also für ihre Sucht. Nun, genau genommen ist es unser Geld. Unser Vater hatte Anteile an einer Gilde hier, der Schraube, Hut und Pfusch AG. Er war so stolz darauf, daran erinnere ich mich jetzt noch. Glücklicherweise konnten wir das Anteilsschreiben retten und haben es vor ein paar Jahren zur Bank gebracht, nachdem ich begriffen habe, wie wertvoll es mittlerweile geworden war. Tja, und seitdem hat sich einiges an Groschen angesammelt. Keine Unsummen natürlich, aber genug, um mein Geschäft jetzt gerade vor dem Bankrott zu bewahren. Versteht ihr? Ja, theoretisch ist es Silas und mein Geld. Aber ohne mich wäre davon jetzt schon nichts mehr übrig. Sie hätte es für dieses blaue Puder verschleudert. Und ich werde nicht zulassen, dass sie das Erbe unseres Vaters derart beschmutzt. Ah, gut. Wo ist das Problem? Warum fragt ihr sie nicht einfach? Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld.
Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass sie ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Ja, das stimmt so. Babypuder zum Beispiel, dann ist es gut für die Haut. Dann wird die schön zart. Na gut, ich helfe euch. Wie soll ich vorgehen? Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt. Sila, glaube ich. Okay, den Schlüssel zum Banktresor. Naja, dann schauen wir doch mal. Da könnte es halt direkt hier schon mal runterreisen. Aber ich denke, wenn wir hier sind, können wir uns ja auch gerade noch mal ein bisschen umschauen. Nur vielleicht nicht unbedingt direkt im Torhaus. Hep. Gut, Doppelbock. Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks. Jauchzt vor Wonne, wenn sich eure Zähne in einem goldbraunen Leib arker Brot versenken. Die und ihr Brot, ich fand die damals schon sehr sympathisch. Na dann, erzähl doch mal. Ihr da, ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen. Entschuldigt die Frage, aber habt ihr einen Sitzen? Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Die Frau ist echt klasse. Und ich glaube, wir kaufen direkt mal hier so ein bisschen leckeres Krustenbrot. Vielleicht nicht unbedingt alle 20, aber zumindest mal ein. Dankeschön. Ziegenmilch. Aber nein, die können wir selber machen. Was macht euer Brot so unvergleichlich und duftend und frisch? Naja, es ist eben frisch und gut und es duftet sehr. Was soll die Frage? Sei mal nicht so eingeschnappt. Bürger und Bürgerinnen Args, leckt eure Lippen in ungezügelten Verlangen, wenn der Duft unseres... Ihr braucht mich gar nicht zu ignorieren. Was ist euer Problem? Ihr habt meine Gefährtin dumm angeschaut. Ich hab's genau gesehen. Entschuldigt euch auf der Stelle oder es gibt Deck aufs Maul von mir. Wer ist denn eure Gefährtin? Das wüsstet ihr wohl gerne, was? Damit ihr sie verrühren könnt, meine Gertrude. Ja, hab euch durchschaut. Von Anfang an. Ich interessiere mich nicht für Frauen. Nur für Ziegen. Will ich ihm eine reinhauen? Na. Darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol. Ihr verspottet mich. Das lasse ich nicht durchgehen. Okay. Das sollten wir ja hinkriegen. So. Es gibt Mods, ja, wahrscheinlich. Kostet jetzt unser unvergleichliches. Ist ja schon gut. Lass mich einfach in Ruhe. Elende Schläger. Tja, hättest dich nicht mit uns anlegen sollen. So, mal gespeichert. Jäger, Bürgerin. Hey, wartet mal. Ihr seid doch
Nerimese, oder? Woher wisst ihr das? Naja, sagen wir es so. Ich habe hier und da ein paar Augen und es ist immer gut zu wissen, wer, wann und wie in diesem Viertel verkehrt. Was wollt ihr? Hilfe! Ihr seid ein unbekanntes Gesicht und das ist genau das, was ich gerade brauche. Lasst es mich kurz machen. Ich bin Geschäftsmann und mein Spezialgebiet sind die flüssigen Genüsse. Bier, um das Kind beim Namen zu nennen. In den Arca-Tavernen werden vorwiegend zwei Getränke ausgeschenkt. Und das ist zum einen mein Bier und zum anderen Flussheimer Met. Dalsarca Honigwein, wie sie das Gesöff nennen. Eigentlich haben die Flussheimer Kälterei und ich eine Vereinbarung, aber die achtet der neue Winzer ungefähr so viel wie die Ralata den rechten Weg. Deshalb will ich, dass ihr mir helft, ein wenig ausgleichende Gerechtigkeit zu üben. Was habe ich davon? Oh, eine Menge! Je nachdem, wie gut ihr euch schlagt, könnten wir sogar darüber reden, euch als Teilhaber an den zukünftigen Gewinnen meiner Brauerei zu beteiligen. In Maßen, selbstverständlich. Aber wie gesagt, das kommt ganz darauf an, wie ihr euch schlagt. Was für eine Vereinbarung hattet ihr mit dem früheren Winzer und inwiefern hält sich der neue nicht daran? Na sowas. Ihr interessiert euch. Das ist gut. Ich mag neugierige Leute. Es ist ganz simpel. 7 Fässer pro Taverne und pro Woche von mir, 7 Fässer von ihm. Niemand versucht mehr für sich herauszuschlagen oder den anderen übers Ohr zu hauen. 7 Fässer pro Taverne? Ihr meint, jede Taverne kauft 7 Fässer Bier von euch und 7 Fässer Mehl aus Flussheim? Richtig. Auf die Art und Weise besteht ein Gleichgewicht. Sollte eine Schenke mehr Bedarf haben, wurde das immer zwischen meiner Brauerei und der Kälterei zuvor ausgemacht. Fakt ist, der neue Winzerbursche interessiert sich nicht für die alte Vereinbarung. Er hat mich beim fetten Leoren, der Arca Edelschenke, angeschwärzt. Und dessen, verzeiht meine Worte, beschränkter Wirt hat sich überzeugen lassen. Seit 3 Wochen bleiben nun die Bestellungen vom fetten Leoren aus. Okay, gut, ich helfe euch. Oh, eine Menge. Ja. Je nachdem, wie gut ihr euch schlagt, könnten wir sogar darüber reden, euch als Teilhaber an den zukünftigen Gewinnen meiner Brauerei zu beteiligen. In Maßen, selbstverständlich. Aber wie gesagt, das kommt ganz darauf an, wie ihr euch schlagt. Ja, die Sache mit Skyrim und... Naja, sagen wir es so. Hilf, Bier. Deshalb will ich, dass ihr mir helft. Ein wenig. Sehr schön. Hier, das ist ein Fläschchen hochkonzentrierter Essig. Schleicht euch in den Keller des fetten Leoren im Oberviertel und kippt den Inhalt dieser Flasche in das große Metfass. Und das muss ich zwar nicht sagen, aber dennoch kein Wort zu niemandem. Sehr gut. Ja, so ungefähr. Vielleicht können wir ihn dir nachher noch ein wenig, keine Ahnung, davon überzeugen, uns mehr zu geben. Na du? So, wie war's denn? Das Wachhaus, das erstmal zu, aber hier gibt's noch Lederstreifen. Achso. Ich habe eine Weinflasche umsonst mitgenommen. Ich glaube, hier war die andere Kneipe, oder? Ja. Der tanzende Nomade. Tanzt aber gar keiner. Es spielt auch. Ah, gut hier. Okay. Alles klar. Passt. Also ist dann aber auch mal wieder gut. Ja, finde ich auch. Ja, wir können uns hier noch umsehen. Moment mal. Ihr seid doch Fremdländer, oder? Moment mal.
Ihr seid doch Fremdländer, oder? Ich setze mich mal einfach dazu. Ist das so offensichtlich? Nur wenn man weiß, worauf man achten muss. Ich habe selbst fremdländisches Blut in mir. Baal Hesseel, erfreut eure Bekanntschaft zu machen. Sagt, Fremdländer, wenn ihr neu hier seid, sucht ihr vielleicht Arbeit? Ich bin selbst nicht von hier und suche eine tatkräftige Hand. Woher kommt ihr? Arazeal. Aber schon in dritter Generation. Außer meinem Namen und meiner Haut ist nicht mehr viel von meinem Ursprung übrig, fürchte ich. Was wollt ihr von mir? Ich will, dass ihr etwas für mich findet. Wisst ihr? Ich bin Heiler. Genau wie mein Vater und mein Großvater auch. Als mein Großvater nach Enderal kam, tat er das im Auftrag einer Arka-Edelfrau. Eine noble Dame, die die Wissenschaft und die Heilkunst zu schätzen wusste. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Großvater verbrachte einen Großteil seines Lebens in einer alten Festung nahe dem zerstörten Dorf Nebelheim, gemeinsam mit einem guten Dutzend anderer Apothekarii. Mein Vater sollte damals in seine Fußstapfen treten. Aber bevor er eine Chance dazu hatte, brach die Pilzplage aus. Die Pilzplage meinte die Verseuchung des Flüsterwaldes? Die meine ich, ja. Hat das mit den Forschungen zu tun? Das ist die Frage, die ich mir ebenfalls stelle. Wie ihr euch denken könnt, sind ihr bereits mehrere nachgegangen. Und offiziell heißt es nein. Die Pilzplage war ein magisches Phänomen. Ein Fluch, wie die Bauern sagen, mehr nicht. Ich glaube aber, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe in den letzten 5 Jahren Nachforschungen angestellt. Und mittlerweile glaube ich, die Plage wurde absichtlich herbeigeführt. Absichtlich herbeigeführt? Warum sollte jemand willentlich einen ganzen Landstrich verpesten? Das sollt ihr für mich herausfinden. Reist zur alten Festung nahe Nebelheim. Dort haben wir damals geforscht. Und wenn ihr eine Antwort für mich findet, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Irgendwann ist dann aber auch mal wieder. Warum geht ihr nicht einfach selbst? Schaut mich an. Dann habt ihr die Antwort. Erwähnenswert ist wohl auch noch, dass seit diesem roten Wahnsinn gefühlte Armeen verunglückter Wanderer den Flüsterwald jetzt als Verlorene durchstreifen. Es ist zu gefährlich, um es auf den Punkt zu bringen. Deswegen wird es auch nicht zu eurem Nachteil sein, wenn ihr mir helft. Warum ist euch diese ganze Sache so wichtig? Weil ich es verstehen will. Wisst ihr, wir Arasealer glauben an die Ahnenschuld. Und wenn mein Großvater etwas mit dieser Katastrophe zu tun hatte, dann trage auch ich einen Teil der Verantwortung. Außerdem glaube ich, dass ich, wenn ich nur Zugriff auf die Proben hätte, einiges erreichen könnte. Der Pilz ist weitaus mächtiger, als die hiesigen Apothekarii glauben. Er kann töten, ja, aber er kann auch heilen. Meinem Vater war das einerlei. Aber ich bin anders. Und wenn es eines gibt, das ich in meinem Leben noch erreichen will, dann ist es... Dann ist es Klarheit. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie komme ich denn zu dieser Festung und wonach soll ich dort suchen? Nach Aufzeichnungen, Proben und allem anderen, was von Relevanz sein könnte. Seht euch einfach um. Hier... Ich markiere euch die Festung auf eurer Karte. Am besten nehmt ihr den Myraden nach Nebelheim. Im alten Hafen dort findet ihr das Haus, in dem mein Großvater gelebt hat. Und dort, in einer alten Kommode, sollte sich auch noch der Schlüssel für die Festung befinden. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr das Material habt, treffen wir uns in der Unterstadt am Wasserberg. Dort ist mein Labor. Und danke. Wirklich. Alles klar. Das trostlose Feld.
Ja, ich glaube, das werden wir halt auch noch. Das ist ja woanders hin. Werden wir auch noch machen, aber relativ spät. Damals auch noch ein bisschen. Das heißt relativ spät. Damals halt auch noch ein bisschen gewartet. Oh, was macht ihr denn da unten? Hi. Fremdländer. Hey. Benimm dich doch mal. Es sind immerhin Damen anwesend und Ziegen. Heute Met im Angebot. Boah, Met wäre auch mal wieder was. Aber gut, wir werden ja später nochmal zurückkommen. Schreitet wohl. Ja, ja. Ich überlege gerade. Was hast du noch zu erzählen? Hallo. Ihr seid doch sicher viel rumgekommen. Habt ihr irgendwas gehört, was für ein Abenteurer nützlich sein könnte? Puh, gute Frage. Lass mich mal nachdenken. Ich weiß nicht, ob euch das groß hilft, aber mir hat kürzlich mal ein Wirt erzählt, dass ich seit diesem roten Wahnsinn kaum noch Schattenstoffschürfe an die Pulverwüste trage. Wenn ihr also gern selbst eure Ausrüstung schmiedet und solches Metall verarbeiten könnt, solltet ihr mal dort schauen. Habt ihr vielleicht was zum Tauschen da? Vielleicht. Was braucht ihr denn? Ich glaube, die hat immer noch ein paar, ein paar Lehrbücher, ja genau. Ja, du hast doch relativ viele Lehrbücher da. Cool. Ambrosia ist toll. Ich glaube, da sollten wir echt mal versuchen, den selber herzustellen. Möge sein Licht euch leiten. Ja, ja. Na? Ah, hier ist sogar eine Truhe. Sehr gut. Gut, dann packen wir doch mal. Aber wir können doch hier Sachen rausholen. Baupläne lasse ich da mal drin. Eine Spitzhacke hätten wir sogar noch drin. Die können wir dann auch noch verkaufen. Und ehrlich gesagt alles außer dem Dings hier noch. Würde ich mal sagen. Außer den Set-Gegenständen. So, dafür packen wir jetzt die ganzen Zutaten mal rein. Oh, Knoblauch können wir uns nochmal rausholen. Brauchen wir, glaube ich, zum Kochen. So, Knoblauch. Danke. Und Salz haben wir bestimmt auch noch drin, oder? Ja. Theoretisch könnten wir jetzt ja gleich mal. Warte mal. Kratzlerbrief. Den Pfad können wir nochmal abgeben. Oder zumindest ja einen davon. So, habe ich denn das zweimal da drin? Da geben wir auch nochmal zwei Stück von ab. Das können wir noch loswerden.
So, schlechter von Ark. Genau, die können wir mal gerade nutzen. Dankeschön. Seelensteine, ja, ich glaube, die kann ich da auch mal noch gerade benutzen. Also das wird halt hier auch noch mit dazu kommen hier. Das gehört halt mit dazu. Diese Ausrüstungssache. So, habe ich ein Essigfass da drin. Naja. Wird sich schon irgendwie ergeben. Ja. Gut, dann speichern wir mal kurz. Und dann haue ich mir mal die ganzen Zutaten hier rein. Also zumindest mal ein bisschen was erkennen. Zack, zack. Körper kann Wolfsblut und Chromium nicht verwerten, okay? Bitte nur eine nehmen. Sehr schön. So, Krabbenpanzer noch mit dazu. Leckeres Menschenfleisch. Ich glaube, das wird eine ganz angenehme Mischung hier. So, die Scherlappe. Schlammmolch haben wir echt schon ordentlich hier zusammen gebastelt. Na gut, die wachsen ja auch alle 3 Meter. Das passt ja. So, leckeres Trollfett hinterher, das ist auch gut rutscht. Ja, dann haben wir das gleich mal. So. Cool. So, jetzt haben wir jede Menge, na gut, einige positive und auch eine Menge negative Effekte, aber die vergehen ja auch dann demnächst wieder. Mal fast zum Gruß. Mhm. Ehe, dass ich bei einem Kilen anheuer, trete ich nackt vor die und singe ihr ein Liebeslied. Ach doch, aber die freut sich bestimmt. Ich glaube nicht, dass der Truchesser gefallen würde. Was ich meine, bleib fern von kileanischen Händlern. Die lullen dich ein mit netten Worten und großen Versprechen und ehe du dich versiehst, hast du dein Kreuz unter einen Vertrag gesetzt, der dich dein Leben lang zu ihrem Sklaven macht. Oh, naja. Das ist aber nicht nett von denen. Wieso tun sie das? Weil sie ein raffgieriges Pack sind, dem Wegestreue und Ehrgefühl so fremd sind wie Kühen das Fliegen. Ich sag's dir, ich hab die Schnauze sowas von voll von diesen verdammten Lügnern. Wenn ich der Großmeister wäre, hätte ich die schon längst allesamt heimgeschickt. Ach. Tja, mein lieber Schmiedelehrling, das ist Rassismus. So, du hast auch deinen Spaß, wie mir scheint. Hm? Was ja. Spaß, Spaß, Spaß. So, dann gehen wir doch mal zum Marktviertel. Beziehungsweise Marktplatz in dem Falle. Und ich glaube, wir reden dann erstmal mit Jesper.
bis wir dann die Hauptquest da schon mal zumindest soweit fertig machen. Und danach schauen wir mal, ob wir Madämmchen finden, also die Schwester von dem Händler. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Das war ich mir auch die ganze Zeit. Woher bekommt ihr eure Waren? Unterschiedlich. Manches von Abenteurern, manches von anderen Händlern und manches sammle ich selbst aus alten Ruinen zusammen. Oder sagen wir, sammelte. Mittlerweile kann man ja keinen Fuß mehr in ein verfallenes Haus setzen, ohne gleich von 10 Verlorenen aufgefressen zu werden. Zeigt mir mal, was ihr im Angebot habt. Dies und das. Schaut einfach selbst. Okay, du hast noch Baupläne. Das haben wir schon gelesen. Das haben wir tatsächlich noch nicht gelesen. Und du hast halt auch noch ein paar Handwerksbücher. Schön. Komm, so ein bisschen Rhetorik kann dir nicht schaden. Ja, die sind halt jetzt auch schon ziemlich teuer. Du hast auch einen mittleren Rucksack, das ist ziemlich cool. Und wir hätten mehr oder weniger genug Geld, dann nehme ich den direkt schon mal mit. Ich glaube, da habe ich damals beim Let's Play relativ lang gebraucht, bis ich das mit den Rucksäcken mal gepeilt hatte. So, wir haben ja allerdings jetzt auch einiges zu verkaufen. An Waffen war da irgendwas mit dabei. Den Dolch kann ich eigentlich auch verkaufen, oder? Ich habe ja 2 Eisenschwerter. Und eine Spitzhacke kann weg. So, die Kapuze. Tschüss. Dann kann der kleine Rucksack nämlich auch schon mal weg. Ein Lederharnisch ebenso. Der Herr Harnisch. So. Cool. Hatten wir sonst noch irgendwas? Ja, die Bücher. Du nimmst gestohlene Sachen, das ist gut. Das ist nicht schlecht. Schreitet wohl. Ja, danke. So, wo ist denn jetzt hier der Rucksack? Da. Plus 30 Tragkraft. Sehr schön. Den Ring will, müsste ich halt auch mal gucken, ob ich da irgendwas abgeben kann. Ich kann doch nur einen nehmen, okay. Ja, komm. Passt schon. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Ja, ja. Ich weiß. Ich suche dich. Lass uns leben. Ich, Annabelle, suche nach langer Einsamkeit einen Naturburschen, der schnellen Abenteuer nicht abgeneigt ist. Triff mich auf der Insel vor Ark. Da findest du ein Lager. Lies die Nachricht und gib dich mir erkenntlich. Cool. Ich glaube, da mag uns jemand. Direkt mal hingehen. Ein besonderes Abenteuer. Das nerimesische Geschlecht der Boddenbrook sucht Max Schönblutes. Er setzt sich
nach einem vorgetäuschten Tod auf Nerim nach Enderal ab und wurde von einem Bauernhof in der Nähe des Arke-Hafens gesichtet. Für seine Ergreifung wird eine Belohnung von 10.000 nerimerischen Goldtalern in Aussicht gestellt. Na dann. Das Versteck vor Ark. Leider gibt es immer noch die Soundfehler hier. Wenn irgendwo Wasser in der Nähe ist. Und Tor. Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Ja, ja. Alles Mist hier. Ach stimmt, wir hatten ja noch einen Punkt zum Aufwerten. Schon wieder ganz vergessen. Dann schauen wir doch mal. Was hätten wir denn hier? Steingriffe im Bögen verursachen zweieinhalbfachen Schaden. Einhandwaffen und Wolfsklauen gilt nicht für Dolche. Mit Dolchen sind vierfach. Okay, dann versuchen wir das mit dem Blattschuss. Oh, ich kann ja eigentlich alles machen. Vielleicht soll ich dann doch mal irgendwann auf Dolche gehen. Aber ich glaube, schaden kann das jetzt auch nicht. So, hallo Marktplatz. Ich weiß gar nicht, was hat Jesper gesagt? Ah ja, da sollen wir ihn treffen. Seht, wer gekommen ist. Konntest du dich zurechtfinden? Diese Stadt kann ein Labyrinth sein, wenn man sie nicht kennt. Ich bin Großstädte gewöhnt, insofern. Ach ja, du kommst aus Ostian. Hätte ich fast vergessen. Sie haben etwas Faszinierendes, diese Orte, nicht wahr? Hier kann man hoch hinaus, aber genauso tief stürzen. Und überall pulsiert das Leben. Ja, das stimmt. Natürlich stimmt es. Hier. Zieh das an und folg mir. Und ja, es ist notwendig. Vertrau mir einfach. Okay. Dann gehen wir doch mal. Machen wir das halt mal gerade. Genau. Und warum ist das Malfas, der den Sonnentempel auf den Rücken trägt? Muss man sich halt ist das nicht eine Geste? Dann erstmal auf ins Adelsviertel. Ah, vielleicht können wir auf dem Rückweg dann mal noch wegen der Kneipe schauen. Steigen wir da noch fix ein. Hi. Guck doch nicht so. Also, wegen dem Fieber. Normalerweise ist es so, dass sich Magiebegabte beim Orden melden und dann ein Training müssen, das sie lehrt, mit der Magie umzugehen. Der Gang zum Wasser, so nennen sie es. Mit ihm mindert sich das Fieber dann auf ein erträgliches Maß und der Magier wird in eine Art Register eingetragen. Es gibt angeblich auch andere Möglichkeiten, aber das kann dir mein Auftraggeber besser erklären als ich. Messer. Okay. Dann schauen wir doch mal. So, gleich sind wir da. Das ist doch schön. Endlich kommen wir mal ein bisschen voran, mein Lieber.
Halt, Mayser! Hinter diesem Punkt sind nur Hüter des Ordens oder Personen mit ausdrücklicher Genehmigung zugelassen. Wer seid ihr und was führt euch zu diesem heiligen Ort? Geschäfte. Ich bin Jesper Dalvarek und arbeite für die nerimesischen Magier. Ach, richtig. Der Söldner. Und wer ist eure Begleitung? Marigio de Luna aus Ostian, erhabener Inhaber von de Lunas Imperium der zarten Düfte, der angesehensten Parfümerie Vins. Erzmagister Merayil beauftragte mich, ihn hierher zu eskortieren. Hat er euch nicht informiert? Der Erzmagister? Aber, gut, das sieht ihm ähnlich. Ihr dürft passieren, aber zollt diesem Ort den Respekt, der ihm gebührt. Auch ihr, Maeser de Luna. Darauf habt ihr mein Wort, schöne Frau. Hab Dank. Naja, ich klau dann mal gerade die Teleportrolle. So, dann zollen wir mal Respekt. Bist du ja. Magister Milam sucht mich. Das lief ja besser als erwartet. Warum das? Weiß ich nicht genau. Marigio de Lunas Imperium der zarten Düfte? Hey, es hat funktioniert. Keiner wird jemanden verdächtigen, der bereits im Tempel ist. Mein Auftraggeber ist im Chronikum. Halt dich von den anderen Gebäuden einfach erstmal fern. Den Rest improvisieren wir dann. So, jetzt vielleicht ein paar Worte darüber, wohin ich dich eigentlich bringe. Mein Auftraggeber heißt Konstantin Funkenschlag und ist einer von Narazul Aranteals ehemaligen Magiern, die der Großmeister hier aus Nerim mitgeschleppt hat. Einer der ehemaligen Erzfeinde des Ordens also. Du wirst sehen, er ist ein richtig sympathischer, sanftmütiger Kerl, weshalb er sich hier auch so gut einfügt. Plus, er versteht eine Menge von Magie, auch die Sorte, die für die heiligen Hüter hier nicht brav genug ist. Deswegen hoffe ich auch, dass er weiß, was es mit deinem Fieber auf sich hat. Also, komm mit. Okay, dann schauen wir doch mal. Du hast aber gerade sehr eilig, mein lieber Jesper. Wer seid ihr? Ich. Ihr gehört hier nicht her. Doch. Jesper hat gesagt, ich darf. So, da wären wir. Nein. Ihr macht das vollkommen falsch. Ich bin doch nur vorsichtig. Gar nichts wissen wir. Herr damit. Ist mein Sakrament. Autsch. Himmel, Arsch und Zwirn! Ach, das kommt davon, wenn man Stümper ans Werk lässt. Messer Funkenschlag? Wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Ihr hattet mich beauftragt? Der Magister, wisst ihr nicht mehr? Stimmt, ja, Josef der Strauchdieb. Und was ist, hattet ihr Erfolg? Jesper ist mein Name. Und ja, hatten wir. Ich schlage vor, ihr erklärt mir erst einmal, wann ich euch gestattet habe, eure Saufbekanntschaften hier hochzuschleppen. Hey. Soll ich euch noch einmal die Bedeutung der Worte streng und vertraulich erklären? Ihr könnt mir sicherlich eine ganze Menge erklären, aber vertagen wir das lieber auf später. Der Messer hier braucht nämlich dringend Hilfe. Arkanistenfieber. Arkanistenfieber? Was geht mich das bitteschön an? Sollen sich die Hüter mit ihren heiligen Ritualen doch darum kümmern? Und überhaupt, warum das alberne Kostüm? Dieser Mann hier ist besonders. Die Magie in ihm ist ungewöhnlich stark und außerdem ist er Fremdländer. Er kommt aus Nerim, genau wie ihr. Na schön, der Heimatgefühle wegen. Ich hoffe, ihr vergeudet nicht meine Zeit. Mit diesen Götterlämmchen zusammenzuarbeiten, bringt einen vernünftig denkenden Menschen wirklich um den letzten Nerv.
Der Stuhl da hinten setzt euch hin. Ich sehe mir das mal an. Ja, alles klar. Hat keiner gesehen. So. Das wird jetzt ein wenig kitzeln. Tatsache. Das fühlt sich wirklich seltsam an. Vielschichtig. Und verdammt mächtig. Und ihr wollt mir wirklich erzählen, dass ihr eure Begabung erst kürzlich entdeckt habt? Bei eurer Aura ist es ein Wunder, dass ihr euch noch nicht längst in den blauen Tod verwandelt habt. Erzählt mir, was passiert ist, und zwar alles. Gut, machen wir dann mal. Brüllen wir es einfach durchs halbe Zimmer. Verstehe. Also, das mit diesen Visionen halte ich für Unfug. Und da hat euch euer Verstand einfach einen Streich gespielt. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, was ihr auf dem Schiff alles erlebt habt. Ihr hattet wirklich Glück, dass euch der Magieausbruch nicht gleich die Rübe vom Rumpf gepustet hat. Und diese Kuppel auf dem Meer, jedes Mal, wenn ich einen dieser Steine berühre, habe ich das Gefühl, mich an etwas zu erinnern. Das ist vermutlich ein Zeichen, dass ihr weniger Friedenskraut rauchen solltet. Talent und Können, ob nun magisch oder körperlich, entwickelt man nicht durch irgendwelche Erinnerungen, sondern durch harte Arbeit. Auch wenn uns dieses hirnverbrannte endraleische Gerede von dem Pfad und einer Vorherbestimmung was anderes vormachen will. Wie genau funktioniert die Magie denn eigentlich und was hat das mit diesen Eventualitäten auf sich? Bei allem, was recht ist, ich werde jetzt nicht den Tutor für euch spielen. Wenn ihr etwas über Magie lernen wollt, dann lest etwas von Balidor Goldenstein eher. Der Blick auf das Meer der Eventualitäten. Neben der Realität, die wir gerade erleben, existieren unendlich viele andere, in denen jeder erdenkliche Zustand vorhanden ist. Dieser Raum mit den exakt selben Leuten. Bloß, dass Messer Funkenschlags Bart brennt beispielsweise. Was einen Arkanisten ausmacht, ist, dass er diese Realitätszustände, diese Eventualitäten, zeitgleich zu den unseren sieht und sie teilweise wahr werden lassen kann. Sieh mal einer an, Yusuf. Ihr überrascht mich. Dafür werde ich bezahlt. Wie mächtig ein Arkanist ist, hängt von drei Dingen ab. Welche Eventualitäten er sehen kann, wie gut er sie Wahrheit werden lassen kann und wie gut er zwischen unserer Realität und den Eventualitäten unterscheiden kann. Aber wie bereits erwähnt, lest euch ein. Ich habe keine Lust, meine Zeit mit Unterricht zu vergeuden. Wer hat das schon? Aber diese Vision, ich habe sie mir nicht eingebildet. Ach, wie ihr meint. Ich auf jeden Fall bin in jetzt fast 50 Jahren intensivstem Studium der Magie noch keinem solchen Phänomen begegnet. Und jetzt? Alles beginnt mit den Träumen. Was zum Himmel, Arsch und Wolkenbruch? Sieht dieser Raum für euch aus wie das Gesäß einer Hure? Oder warum meint ihr hier munter rumgrapschen zu können? Diese Dokumente sind vertraulich. Ich wusste, dass es ein Fehler war, den Groschendieb wie euch anzuheuern. Lashiri hatte schon immer... Wenn ich mich recht erinnere, waren es doch Träume, die eure Leute und Thealor Arantheal hierher geführt haben. Oder, Messer? Und du? Du hast mir doch damals erzählt, dass die verschleierte Frau in der Vision diesen Satz gesagt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Was? Ist das wahr? Das stimmt tatsächlich. Aha. Dann, diese Nahtoderfahrung vor eurem Erwachen... Was sagtet ihr doch gleich? Was habt ihr gesehen? Ein gleißendes, grelles Licht, verbrannte Körper und laute Stimmen. Gut, ich... Das ist seltsam. Aber wie dem auch sei. Jetzt zählt ohnehin erst einmal, dass wir eure Magie unter Kontrolle bekommen. Was auch immer ihr da hell gesehen habt, nützt uns nichts, wenn ihr in ein paar Monden die Radieschen von unten betrachtet. Und wie bekommen wir sie unter Kontrolle? Tja, normalerweise ist das ein langwieriger Prozess. Ihr habt dieses Fieber, weil euer Geist von den vielen Möglichkeiten, die ihr nun plötzlich wahrnimmt, überfordert ist. Dieses Ritual, das die Endralea benutzen, um den Blick unter Kontrolle zu bekommen, nennt sich der Gang zum Wasser. Im Grunde genommen bedeutet das,
Für ein Jahr tägliche, stundenlange Meditation, fades Essen und Abstinenz von allem, was Freude bereitet. Mit der Zeit lernt der Arkanist dann die Kräfte in sich zu kontrollieren, woraufhin das Fieber immer weniger wird und teilweise sogar verschwindet, je nachdem, wie sehr ihr auf euren Geist achtet. Wir Nerimesen kennen jedoch eine Möglichkeit, diesen langwierigen Prozess zu umgehen. Eine Abkürzung, wenn ihr so wollt. Ich selbst beherrsche sie zwar nicht, aber eine andere von uns. Sie heißt Lashiri und ihr solltet sie so schnell wie möglich aufsuchen. Eine Abkürzung? Hat es nicht einen Grund, dass dieser Gang zum Wasser so lange dauert? Ja, und der Grund heißt Rückwärtsgewandtheit. Nicht mal die Scientia Sinistra dürfen die Arkanisten hier lesen. Aber bitte, wenn ihr Lust auf ein Jahr Askese und einen Eintrag im Register, mit dem man übrigens jederzeit euren Aufenthaltsort auf ganz Winn einsehen kann, habt, dann tut es. Mir ist das egal. Ja, dann passt es ja. Hallo Noss, herzlich willkommen. In Ordnung, wo kann ich diese Lashiri finden? In einer Ruine namens Alt-Raschengrad, unweit von Ark. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe und gebt mir mal eure Karte. So. Jetzt müsst ihr schon arg blöd sein, um sie zu verfehlen. Am besten, ihr geht umgehend los. Und ihr, Josef, ihr kommt mit mir und zeigt mir, was euer Ausflug an die Sonnenküste ergeben hat. Hoffentlich mehr als ein paar Flaschen Honigwein.